Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Zuschauerbestwert für den VfR Aalen seit dem Wiederabstieg in die dritte Liga. 8212 Fans wollten das Spiel gegen die Münchner Löwen sehen, bei denen Coach Daniel Birovka Alessandro Abuscia für den verletzten Mölders in die Anfangself beorderte. Und die 60er von Anfang an hellwach. Erstmal der Rückpass auf Daniel Bernhard, der ihm da völlig über den Schlappen rutscht. Und dann ist es Karger, 19. Minute, das 1:0 für den TSV 1860 München. Wisch schaltet schnell, Grimaldi lässt liegen und Nico Karger mit seinem ersten Saisontor für die Löwen. Ein gebrauchter Auftakt für den VfR Aalen um Kapitän Daniel Bernhard. Dann die 39. Minute, Freistoß für den VfR und daraus entwickelt sich ein Konter. Weber mit dem Klassepass auf Abuscia, der sieht Karger, nimmt ein bisschen das Tempo raus, aber dann bekommt er die Kugel wieder, steht völlig frei und in Manier eines Top-Stürmers besorgt Abuscia, der Neuzugang von den Stuttgarter Kickers, das 2:0 für den TSV 1860 München. Und die hatten noch nicht genug in der ersten Halbzeit. Wieder ein schneller Angriff. Wieder ist es Steinhardt, der den Ball in die Mitte bringt und Karger, der letzten Endes scheitert. Geier kratzt da das Ding im letzten Moment von der Linie, nachdem Patrick Schau da auch noch seinen Fuß dazwischen hatte und für seinen geschlagenen Torhüter Daniel Bernhard rettet. Mit dem 2:0 für die Gäste ging es in die Pause und natürlich auf Aalener Seite war man alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Aber es wurde nicht besser. Kaum war wieder angepfiffen, schon schepperte es erneut im Gepäck. Freistoß Abuscia und vielleicht mit den Haarspitzen noch Simon Lorenz dran. Auf jeden Fall rutscht Daniel Bernhard das Ding durch die Hosenträger. Das 3:0. Aber der VfR kam nochmal zurück. 77. Minute, der Anschlusstreffer. Patrick Schorr mustergültig auf den Kopf des eingewechselten Mart Ristl. Und der lässt mit diesem Kopfball Hendrik Bohnmann im Kasten der 60er keine Abwehrgelegenheit. Dann die 84. Minute. Die Aalener hatten wieder Hoffnung bis dahin. Sah im Zweikampf gegen Benjamin Kinsvater. Der hatte schon gelb nach einem Foul an Grimaldi. Sieht gelb-rot vom Unparteiischen. Zu hart die Entscheidung für meine Begriffe. Der anschließende Freistoß und 4:1 für die 60er. Efkan Bekiroglu mit dem Schlusspunkt für die Löwen. Ja, auf jeden Fall super für die ganze Mannschaft, fürs Team. Wir haben heute wie in den letzten Spielen auch mit viel Power gespielt, waren aggressiv in Zweikämpfen und heute haben wir es auch geschafft, die Konter, die wir hatten, mit den Balleroberungen zu Ende zu spielen. Das war auf jeden Fall sehr wichtige 3 Punkte für uns. Schwierig, wir haben uns ein bisschen beeindruckt gefühlt von der Anfangsoffensive der 60er, haben sie dann eingeladen, Tore zu machen, viel zu einfach und haben erst in der zweiten Halbzeit angefangen, streckenweise unser Spiel auf den Platz zu bringen, aber das ist natürlich zu wenig. 60 gewinnt 4:1 in Aalen und sackt somit die ersten 3 Punkte in der Fremde ein und der VfR Aalen darf sich schon langsam mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen.